Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 412. Folge von Dragons Ausstieg vom Berg. Wir bekommen zwei Bernstein poliert. Und dann, morgen gibt es Ei, übermorgen haben wir das hier, die Truhe. Und dann ist auch schon der 30. Dann sollte ja auch schon wieder fast das Neue losgehen. Hier haben wir noch einen neuen Spießenlauf mit 300 Laub am Ende. Das heißt, man kann zurzeit gerade wieder Laub farmen. Ja, kann man ja machen, wenn man möchte, ne? Da geht es auf jeden Fall nochmal was ordentlich mitzunehmen. So, nehmen wir das mit. Dann Tagschatten kann auch. Ist das lecker. Tagschatten kann wieder los. Hat uns erstmal richtig schön was mitgebracht. So 180 Runenmonster jetzt, glaube. Das ist sehr gut. So, dann haben wir hier ein Ei ausgebrütet. Das können wir sofort öffnen. Vorher wollte ich nur gerne hier den Kollegen wieder losschicken. Beziehungsweise wir gucken gleich mal, was der noch für Sammlungen zu tun hat, damit wir das mal machen können. Der kann gleich wieder los. Beziehungsweise kann er noch gefüttert werden? Nein, kann er nicht. Okay. Gut, du kannst aber noch gefüttert werden. Dafür brauchen wir nur mal genug Fisch. Den haben wir jetzt. So. Dann gehst du ins Training. Dann haben wir den Kollegen. Da drehen wir auch einmal am Glücksrad. Aber er wird natürlich kein Titan. War mir vorher eigentlich schon klar, weil das war auch das erste Mal Titan-Training hier. Deswegen schauen wir mal, wie es bei Schollenschuss aussieht. Schollenschuss gönnt auch mal wieder gar nicht. Völlig falsche Seite. Aber naja, gut. So, kann auch wieder los. Dann, du kannst los, du kannst los und du kannst los. Und dann schicken wir den auch wieder los. Sehr gut. Holz können wir mal kurz einsammeln für... Ey, das ist jetzt neu, Leute, dass hier jetzt so angezeigt wird, wobei es nur die Sammlung ist. Das ist irgendwie neu. Gut, hier nochmal kurz rein. Jetzt. So, dann geht es nämlich darum, dass wir jetzt das Holz einsammeln. Das da. Für das Eisen. So, los geht's. So. Dann können wir ganz runter gehen und mal ganz unten das 192 Millionen einsammeln. So. Ist die Frage, kannst du jetzt noch los? Ja, kannst du. Sehr schön. Du kannst nicht ins Titan bringen, das ist voll. Du kannst nicht los. Du kannst nicht. Hatte ich ja sonst noch irgendjemand, der gefüttert werden musste? Nein, hatte ich nicht. Okay. Gut, dann geht Mupe erstmal wieder weiter. Konnte man jetzt leider nicht gucken, die 250 Runden. Das wäre natürlich richtig nice gewesen, aber ging leider nicht. So, du kannst auch los. Dann haben wir die beiden noch. Einmal der Immerflügler und dann einmal der große Überwilde. So. Die 3-Jahres-Zentstattung können wir auch noch einsammeln. Vorher werde ich nur kurz nochmal die Holzsammler losschicken. So. So. So, das sollte reichen. Dann haben wir hier nochmal einen Bernstein. Und kriegen jetzt unseren 21. erstmal wieder. Hier gibt es, sehr, sehr nice. Fisch. Runen ist auch gut. Und Holz. Naja, okay. Gut, der Kollege kann noch gefüttert werden. Der kann auch noch sammeln. Sehr gut. Los geht's. Jetzt haben wir nochmal Fisch hier unten mit drinne. 60 Millionen. Hallo, gib's mir, danke. Gut, die haben wir alle. Dann brüten wir jetzt erstmal Schimmer kurz aus, damit wir wieder einen Platz im Guthaus haben. Ist auch... Ich mag das so, neue Drachen zu kriegen. Das sieht immer so toll aus. Ne, hier wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Ich finde auch ein weißer, Schwertsteller sieht auch ganz nice aus, aber ist halt jetzt nicht so der beste Sammler. Deswegen würde ich sagen, viel Spaß dort unten. So. Den können wir nicht, den können wir ins Training schicken. Nee. Training. Junge, ich bin ja nicht geisteskrank, ich lasse ihn noch nicht frei. Sammeln wir erstmal das ein. Gut, Training kann bestimmt, der Zweier können noch. Du kannst einmal, nee, kannst du nicht, okay. Aber du kannst, genau. Dann haben wir noch den Kollegen, der kann auch der Herbert, okay. So. Du warst noch da, weil wir wollten ja mal gucken wegen der Sammlung. Die hat man hier und dann ist noch die hier. Da kannst du gleich mal weitermachen. Am besten, wir machen Goliam heute gleich voll. Wir haben eh genug Runen, das ist auch egal. Da haben wir gleich 3 Stücke gekriegt, nochmal 16 Runen zurückbekommen. Auch sehr gut. Dann gehen wir jetzt noch auf die 2-Stunden-Suche. So. Und da haben wir das. Weg damit. Gehen wir nochmal auf den Kollegen, 4-Stunden-Suche. 1 Stück, okay. Wie viel brauchen wir nochmal?
Wir brauchen davon 4. Okay, gehen wir Aalinsel. Da haben wir sie. Da haben wir die 4 schon mal. Sehr gut. Und damit fehlt noch ein Teil. Und zwar das hier unten. 3-Stunden-Suche. Das hier. Und da waren es noch 2 Teile, die 6 Teile noch, die fehlen. So. 5 Teile, die fehlen. Ja, Runen verbrauchen wir, denke ich mal, knapp 700 ungefähr. Da waren es noch 2 Teile, die fehlen. Vielleicht auch nur 500. Na, nee, irgendwann müssen wir nochmal. Gucken wir nochmal wegen der kürzeren Reise. Und zwar der hier. Damit es nicht ganz so viel kostet. Also gute 600 Runen ungefähr. Ist ganz in Ordnung. Ist jetzt nicht schlimm. Passt schon. So, gut. Dann kann der auch wieder los. Jetzt gucken wir aber erstmal auf die Kostüme. Erkundungszeit, das brauchen wir nicht. Runentasche, Gegenstandstasche, okay. Und Erkundungskosten. Na gut, dann gehen wir doch nochmal los mit dem und suchen den Kollegen weiter. So, Goliam haben wir erstmal. Das ist sehr schön. Da haben wir nämlich gleich unseren nächsten neuen Drachen. Sieht doch gut aus. Der sammelt auch sehr gut. 26 Minuten, 7 Stunden. Also das ist absolut gut, Leute. Holt ihn euch auf jeden Fall, wenn ihr das machen könnt. So, da ist auch das Ei. Es ist halt sehr nach zum Herbst angelehnt sozusagen. Wir können es öffnen und Goliam ist da. Auch so ein kleiner Fratz. Ich finde es auch witzig, die Donnerpolter heißen die ja. Wie winzig die sind auf der Insel. Dann füttert man die zweimal oder dreimal. Dann sind die einfach schon gefühlt dreimal so groß. Mehr als dreimal so groß. Gut, Training geht jetzt gerade nicht bei ihm. Ich würde ihn aber trotzdem draußen lassen. Ja, oder. Ist halt auch wieder ein Holzsammler. Na egal, wir packen erstmal weg. Wir merken uns das dann wahrscheinlich sowieso nicht, obwohl ich es mir jetzt. Jetzt sage ich mir, ich will es mir merken, dass ich den später wieder rausholen kann. Aber ich sehe doch schon, dass ich es einfach vergesse und der dann für immer da drinnen gammelt. Ich meine, wir müssen sowieso mal durchgucken, wen wir alles haben. Ich habe nämlich gar keinen Plan, wer da alles drin ist. Na gut, gratis. Dann haben wir noch hier Hakenzahn. Der kann auch wieder los. Genau, einmal weiter. Und gratis, genau. Wäre es Holz gewesen, hätte was kaufen können. Sehr gut, geht's weiter. Wegen Events können wir gleich nochmal reingucken, was so als nächstes kommt nach Golem und so. Habe ich nämlich auch gerade mal wieder gar nicht im Kopf. Das wäre dann hier und dann hier ganz unten. Slime-Singer. Oh, das sind ja die letzten. Ja, natürlich. Ist ja auch gleich vorbei. Na gut. Gehen wir kurz. Ah, Himmelsbrecher. Neu und Luftpost. Okay, gut. Ist ein neuer Unitsmarkt. Gestern war ja Club gar nichts drin oder so. Also, es war jetzt wieder irgendwie ein Tag, wo gar nichts drin war. Na gut. Sammeln wir erstmal alles ein und es gibt. Ja, einen Drachen. Gut. So. Freilassen. Öffnen wir das zweite auch noch. So, da haben wir das nächste Paket und zwar irgendwie jetzt. Genau. Sehr gut. Und es gibt. Komm schon. Ha, nee, nur Runen am Ende. Okay. Gut, 5000 haben wir ziemlich genau. Das ist doch ganz in Ordnung. Wir haben von jedem Aufgaben irgendwas fertig. Das ist auch sehr schön. Ja, machen wir wahrscheinlich genau. Ey, wir könnten es irgendwann auch mal schaffen, dass wir die beiden Aufgaben nicht mit drin haben und dass wir dann mal alle Aufgaben mit eben Schlag fertig haben. Das wäre auch mal cool. Aber es will halt nicht. Hier kriegen wir nochmal 25 und hier kriegen wir nochmal 5. Sehr gut. Fast 700 Unins Magen ist ganz gut. Hier haben wir 40 was drin, das sind aber alles Pakete, oder? Oder ist hier nochmal Fisch drin? Nee, okay. Gehen wir auf Events. 23 Stunden haben wir noch. Ein Kampf ist es. Mal gucken. Ich hoffe, wir schaffen den heute. Wäre ganz geil. Das Team sollte so erstmal passen. Wobei ich glaube, in der nächsten Welle kommt ein leuchtender Fluch. Und ich glaube, der macht uns Damage. Weil der ist ja ein, also das ist ja ein rasanter Drache. Und rasante Drachen machen bei uns ja ganz schön Schaden, so muss man sagen. Ich denke auch mal, dass der hier gleich wieder weg sein wird, so ungefähr. Oder? Naja, fast. Hehe. Gut, wir probieren's. Wir kriegen ja schon wieder so viel Schaden. Ich meine, was ist denn das? Egal. Gut. Los, heilen. Bitte nicht holen, nicht holen, nicht holen. Nein. Nein. Ja. Nein. Ey, Assi. Weg mit dir. Das können wir uns nicht leisten, Leute. Wir müssen jetzt durchkommen. Ich habe hier. Auf diesen Kampf habe ich so gar keine Lust, weil da ist die nächste Welle wird auch nochmal so anstrengend. Und
da werden so viele Items in diesem Spiel auch schon wieder verbraucht, das ist so richtig, richtig traurig eigentlich. Aber wir haben halt auch blöde Drachen. Auf einem Main-Account habe ich halt so ein bisschen Chance, mal zwischen ein paar guten zu wechseln, aber hier habe ich gefühlt nur schlechte auf dem Account. Oder beziehungsweise alle unterlevelt und so, aber naja. Gut, wir gucken mal. Ich denke mal schon, dass wir das jetzt schaffen. Haben zwar jetzt nur zwei Aktions, ja, den hier meine ich. Die holen den sowas von den Beden. Ich meine, was ist denn das? Normaler Angriff gefühlt halb weg. Hallo? Müssen wir jetzt so weitermachen? Ich meine, der wird jetzt weg sein, der Knochenräuber. Der überlebt es nicht mehr. Denke ich. Ich meine, eh normaler Angriff noch und er ist weg. Ja, moin! Wie viel Schaden willst du machen? Ich krieg den halt jetzt ohne eine weg, ne? Geh mal so drauf und es reicht natürlich nicht. Ach man. Hätte der Knochenräuber keine Schwäche gehabt, hätte es vielleicht gereicht sogar. Na gut, mal gucken. Ich denke mal, der Knochenräuber ist jetzt weg. Ja, okay. Assi. Egal. Der Stärkste, den haben wir schon mal. Jetzt ist der Skrill dran. Und der wird, denke ich mal, jetzt auch gleich weg sein. Und zwar genau, also meiner wird weg sein. Oder? Na, passt, okay. Wir sollten es theoretisch schaffen, den Grongel zu holen, wenn mein Skrill jetzt weg ist. Das sollten wir, denke ich mal, schaffen, wenn wir uns teilen. Ah! Nee, der kriegt man es nicht. Wir müssen den wegkriegen, guck. So, jetzt können wir schon mal keine Schwäche mehr kriegen. Das ist schon mal sehr gut. Vielleicht brauchen wir noch ein paar Aktionspunkte wegen Heilen und so. Erstmal normal angreifen. Jetzt haben wir die Schwäche schon mal weg, sehr schön. Der macht halt uns schon ein bisschen Schaden so. Dann einmal so, dann einmal heilen. Ja, ich komme aber doppelt dran, das ist sehr gut. Der kann sich, glaube ich, auch heilen mit der 3-Attacke, was sich lange hinauszögern könnte, wenn wir uns die ganze Zeit hochheilen. Na, schauen wir mal. Bis jetzt hat er sich noch nicht geheilt. Ich würde jetzt nochmal Aktionspunkte-Boost geben, einfach nur fürs Heilen für mich. Weil wenn er jetzt irgendeine 5-Attacke hat, die ich in die Weh ist, dann könnte das kritisch werden. Schau mal, also wenn er eine Heilungsattacke hat, heilt er sich jetzt demnächst mal. Gut, er hat die normale 3. Okay, gut, das haben wir gewonnen, Leute. Wir haben es gewonnen. Vielleicht. Aber ich denke mal schon. Ich denke mal schon. Also das sollte ich jetzt echt nicht mehr verlieren. Ausweichen kann er ja ohne, deswegen... Sehr schön. Leute, es ist geschafft, dieser Spießenlauf. So, dann drehen wir am Glücksrad und es gibt 125 Millionen Holz. Sehr schön. Drehen wir am nächsten Glücksrad und hier gibt es nochmal Holz. Na gut, aber wir haben das Paket, Leute. Wir haben endlich diesen Spießenlauf geschafft. Hui, der hat aber lange gedauert bei uns. Viele Fails waren dabei, das waren aber schlimme Endkämpfe jetzt am Ende, ne? Na gut, jetzt haben wir nochmal Holz hier unten drin und ein Spießenlauf-Paket, sehr gut. Dann der neue Spießenlauf ist ein 5-Kämpfe-Spießenlauf. Es gibt nochmal hier die Bären dazu. Okay, haben wir jetzt. Achso, die haben wir vorhin schon eingesammelt. Hier können wir, ich denke mal, gleich auf den Kampf gehen, weil hier haben wir noch keine großen Probleme. Ich würde gucken, dass wir hier vielleicht auch gut durchkommen. Dann müssen wir sowieso mal gucken, wie viel Laub wir noch haben. Es sind jetzt noch ziemlich genau 8 Tage, was diese Season jetzt geht. Also, wenn ihr es seht, sind es noch 7 Tage und 2 Stunden oder so. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir irgendwie noch irgendwas erreichen in der jetzigen Season. Ansonsten müssen wir halt doch noch ein bisschen nachhelfen mit dem Spießenlauf-Bug. Und dann müssen wir mal schauen. Erstmal wäre es gut, wenn wir hier jetzt mit der 4-Attacke nochmal heilen könnten. Gehen wir einmal so, dann geben wir einmal Schwäche, dann können wir uns einmal heilen. Damit ist Nummer 1 weg. Nummer 2 ist auch schon angeschlagen. Nummer 2 sollte, denke ich mal, auch kein Problem werden, weil jetzt nochmal die 2er hier und dann war es das auch schon. Sehr gut. So, da drehen wir am Glücksrad und es gibt wieder Holz. Und dann drehen wir am nächsten Glücksrad und hier bekommen wir nochmal Holz. Und dann haben wir noch das Gratis-Paket zum Mitnehmen. So, kann es sein, dass man am Anfang vom Spießenlauf immer viel, viel weniger Materialien kriegt als am Ende?
Ich meine, gerade haben wir zweimal 25 Millionen gekriegt. Das ist halt gefühlt gar nichts. Aber naja, gut. An der Stelle würde ich das sagen. Wäre es mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ciao, ciao, Leute.